Wir haben ein Ghia von 1970. Da vorne mal aufgesessen, aber kein Rost. Neue Dämpfer, neue Kugelköpfe oben, unten, neue Spurstangen, Bremsschläuche, Bremsleitungen, guter Napoleon-Hut, hat eine einstellbare Vorderachse, andere Seite genauso. Bremssättel schauen auch neu aus. Ist erst kürzlich mal abgenommen worden vom Fahrgestell, weil die Schrauben auch recht gut ausschauen. Rechter Boden ist gut. Innenschwellen sind gut. Ebenso Wagenheberaufnahmen. Hintere Bremsleitungen, Bremsschläuche sind auch neu. Hier wurde ein Blech eingeschweißt. Optisch nicht sehr schön, aber stabil. Reifen haben wir erneuert. Das Getriebe schwitzt ein wenig, aber nicht übermäßig viel. Hinten Stoßstangenaufnahmen, alles noch in einem sehr, sehr guten Zustand. Auch die Radhäuser innen, außen. Richtig klasse Substanz.